Auf dem Friedhof enden nicht nur Lebensgeschichten, manchmal ist es auch der Punkt, wo Neues beginnt, obwohl man sich eigentlich nichts mehr erwartet hat. So ist das zum Beispiel bei dieser Frau, die nicht nur ihren eigenen Mann, nein, sie hat auch ihre beiden Söhne beerdigen müssen. Eine Katastrophe. Und das auch noch im Ausland, da, wo es keinen Kontakt gab, wo man irgendwie so verloren schien. Das Einzige, was ihr blieb, waren die zwei Schwiegertöchter. Aber da wusste sie auch nicht, wohin das führen soll. Mit dieser Katastrophe beginnt das Buch Ruth. Eines der wenigen Bücher unserer Bibel, das den Namen einer Frau im Titel trägt. In diesem Buch kommt es zu dem Moment, dass Noomi, diese Schwiegermutter, die ihren Mann und die zwei Söhne verloren hat, aufbricht. Sie will in ihre alte Heimat. Da hat sie eigentlich nicht viel zu erwarten, aber sie hofft halt, dass sie da nicht gänzlich verhungern wird. Und ihre zwei Schwiegertöchter, na gut, die sollen hier irgendwie versuchen, ihr Glück zu finden. Sie sind ja noch nicht so alt. Und dann möchte sie aufbrechen in eine sehr ungewisse Zukunft. Aber da hat sie ihre Rechnung ohne Schwiegertochter Ruth gemacht. Denn die kommt und die sagt zu ihr: Schwiegermutter, schau uns doch an. Wir beide haben unseren Mann verloren. Ich habe manchmal solche Sorgen, ich kann nachts nicht schlafen. Die Erinnerung, wie das war mit ihm, das macht mich fertig. Klar, eigentlich habe ich genug zu tun und genug um die Ohren, um mich nicht auch noch um dich zu kümmern. Aber ich weiß, du bist doch diejenige, die mich am allerbesten versteht, weil du hast das Gleiche durchgemacht. Lass uns gemeinsam diesen Weg gehen. Wenn jeder vor sich selber rumwurschtelt, irgendwie guckt, wo ist mein Ding, das bringt uns nichts, das stürzt uns beide doch ins Unglück. Aber lass uns versuchen, gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und dann fällt dieser Satz, für den das Buch Ruth eigentlich bekannt ist. Ruth sagt zu ihrer Schwiegermutter: Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Also gehen wir los in deine Heimat. So kommen beide Frauen also nach Bethlehem in die Heimat von Noomi. Sie schlagen sich durch mit den Aufgaben, die man ihnen so gibt. Zum Beispiel sammeln sie auf den Feldern das Übriggebliebene auf. Und dabei lernt Ruth Boas kennen, ein Mann aus diesem Dorf. Und er hört davon, was sie für ihre Schwiegermutter aufgegeben hat. Das macht großen Eindruck. Und in den Zeilen dazwischen, ne, da merkt man, es fängt an zu knistern. Und sie ahnen es, es nimmt alles einen guten Weg. Ja, fast so wie in einem Rosamunde-Pilcher-Roman. Irgendwie hat man den Eindruck, das ist nicht alles so zufällig gekommen. So als hätte Gott im Hintergrund die Fäden gezogen, alles so eingefädelt, dass es am Ende noch gut ausgeht. Ja, das ist so ein Gefühl, das hat man in diesem Buch. Es ist nicht so, dass das behauptet wird, dass Gott das alles so eingefädelt hat. Aber es sind halt doch ein bisschen zufällig viel Zufälle, die dann genau alles so ausgehen lassen, dass es richtig gut wird. Also eigentlich mehr als diese Gewissheit braucht man doch gar nicht. Ist es nicht wunderbar, wenn man den Eindruck hat, ja, Gott zieht seine Fäden und es wird irgendwie gut gehen? Das macht mir Mut. Das macht mir richtig Mut. Und dann denke ich, Mensch, diese Ruth, die hatte vielleicht genau diesen Mut. Eigentlich das eigene Glück zu riskieren für diese hilflose Schwiegermutter, dieses Risiko einzugehen und dabei in Wirklichkeit dann doch eigentlich erst da ihr wirkliches Glück zu finden.